Geiselhöring, schlimmer Unfall im Landkreis Straubing-Bogen. Ein 20-Jähriger ist gestorben, als ein Auto bei Schneefall gegen einen Baum geprallt ist. Das Auto war am Samstagabend zwischen Hirschling und Geiselhöring ins Schleudern gekommen und seitlich gegen einen Baum gestoßen, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Straubing. Der Fahrer, 19, und seine Beifahrerin, 21, wurden schwer verletzt von. Der 20-Jährige, der auf der Rückbank saß, erlag seinen Verletzungen. Auf der Straße habe Schnee gelegen, sie sei jedoch nicht winterglatt gewesen, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Just tell me if I'm fine.